Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. Wir verfolgten Talana zu einem Ort, wo wir vermuteten, dass Assisi in eine Falle lockt. Unsere Vermutung bewahrheitete sich, aber wir konnten sie noch retten. Anschließend verfolgten wir Assisi und sahen, wie er gegen Rotschlund kämpfte. Im Kampf wurde er allerdings von Rotschlund getötet und Talana besiegte gemeinsam mit uns das legendäre Monster. Damit ist sie nun die Anführerin der Jägerloge und wir folgen nun unserer Hauptquest. Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Und damit ihr auch wisst, wo die Metallblume ist, zeige ich euch sie hier. Und sie ist nämlich exakt hier. Ne? Wir sind hier ganz im Westen. Ich muss sie immer nie ohne Seife waschen machen. Und die ist eigentlich ziemlich genau da. Also da, wo das Symbol ist. Also man kann das eigentlich kaum übersehen. Also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass diese Metallblumen, ja, ich sag mal, allein schon aufgrund dieser ganzen bunten Blumen, die so null reinpassen, sage ich mal, in den Rest der Welt, weil die jetzt so lila sind, sieht man die mal relativ schnell. Ich bin ja einfach nur hochgelaufen, offscreen. Ich habe hier dieses Lagerfeuer aktiviert und ich glaube, dieses Lagerfeuer hier aktiviert, aber ansonsten war ja nichts Besonderes. Und wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir die Metallblume da oben doch auch noch mit, wenn wir schon mal hier in den Lokalitäten sind. Weil wer weiß, ob uns irgendwann der Weg nochmal hier hinführt. Hier vorne sind ein paar Grase, aber ich hab jetzt nicht vor, mich mit denen anzulegen. Und dann machen wir endlich das, was ganz, ganz viele schon ganz lange fordern. Wir machen mit der Story weiter. Ja, das Game hat auch noch eine Story. Also, ich muss sagen, ich wäre mit dem Spiel auch als Open-World-Simulator sehr zufrieden. Aber, ich sag mal, so eine Story ist am Ende des Tages doch mal wichtig. Ich meine, wir denken über Breath of the Wild nach. Da verbringt man auch wahrscheinlich 95% der Spielzeit damit, nicht die Story zu spielen. Wenn man das zu 100% zockt, trotzdem taugt es einfach. Und die Story gibt dem Spiel ein bisschen so einen Rahmen, sag ich mal. So, nachdem ich sehe, dass ich jetzt gerade schon wieder über 400 Holz habe, gucke ich mal nach, ob ich meine Beutel etwas vergrößern kann. Tragekapazität. Ja, hier, den Trankbeutel können wir vergrößern. Da sehe ich uns doch mit einer Waschbehaut und 200 Holz. Bin ich hier auf jeden Fall cool. Und dann Stolperfallen finde ich eigentlich auch eine stabile Sache. Ist jetzt auch fully geupgradet. So, jetzt fehlt uns auf jeden Fall wieder Holz, Fisch, Ratten, okay. Fisch, Holz, Holz, Fuchs. Okay, alles klar. Also viel brauchen wir nicht mehr. Tiere erledige ich trotzdem, weil das Fleisch kann man auch immer gut brauchen, um dann eben auch Fleisch und damit auch Tränke herzustellen. So, ja, ihr seid toll. Also ich muss sagen, vor allen Tieren, die mich nicht mehr aktiv angreifen und die nicht mindestens doppelt so groß sind wie ich, habe ich mittlerweile keinen Respekt mehr. Oh, ganz epic, da wird auf mich geschossen. Können Graser schießen? Ah, nee, das ist wahrscheinlich ein Verwüster, ne, mit seiner Kanone auf dem Rücken. Oh, da vorne ist ein Pirscher. Nicht Pirscher, Schnapper ist deren Name. Ja, ich werde die einfach mal alle gekonnt ignorieren. Also eigentlich, uiuiui, da vorne sind vier Schnapper im Wasser. God damn it! Was ist hier denn los? Und warum wird mir die Blume so angezeigt, als ob die im Wasser wäre? Wartet mal. Nee, die kann doch nur an dieser Landzunge sein. Es ist doch technisch gar nicht möglich, dass sich die Blume im Wasser befindet. Mein Plan ist jetzt einfach, ja, die sehen mich jetzt. Wir düsen da jetzt einfach vor, nehmen die Blume mit und dann schnell reisen wir einfach zur Story. Ja. Her damit! Ich hab sie. Und jetzt sage ich einfach, Bruder muss echt dringend los. Wow, wir haben mittlerweile, nee, wir haben 8 von Stufe 3, 7 Stufe 2 und nur 2 von Stufe 2. Aber alles gut. Ich schaue jetzt mal gerade auf die Karte. Nee, hier ist noch ein Bahnhof, eine Bahnhof-Figur. Komm, nehmen wir die auch noch mit. Ah, Mann, es fällt mir so schwer, die Hauptstory weiterzumachen. Es tut mir so leid an jeden, der die Story sehen will, aber der Sammler in mir ist so getriggert von diesem Spiel. Wenn ich irgendwo halt einfach Sachen sehe, die ich noch nicht eingesammelt habe, dann muss ich die einfach haben. Das ist richtig, richtig schlimm. So, und wie gesagt, diese Bahnhof-Figuren, ich meine, das sind ja riesige Malereien an den Wänden. Also die kam ja, es ist ja fast unmöglich, die zu übersehen. Also, ich meine, wir haben bisher erst eine gesehen, aber ich meine, das sind einfach riesige Felswände, wo irgendein Priester eine riesige Malerei hingepinselt hat. Da unten sehe ich es doch auch schon. Ne, und da ist auch die Figur. Aber hier ist vielleicht eher die Kunst, so nach dem Motto, wie man da hinkommt, ne?
Ich meine, ich könnte da unten ins Wasser hüpfen, aber dann bin ich vielleicht zu niedrig. Das geht okay. Ganz schön schnell. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt wenig Lust, hier abzunippeln, muss ich zugeben. Aha! Das Seil da drüben könnte ihm helfen. Okay. Ich meine, versteckt sind diese Figuren obviously nicht. Aber vielleicht besteht deren Challenge so ein bisschen darin, dass man halt immer den Weg dahin finden muss oder so. Ey, aber richtig schön. Gefällt mir. Ah, die ist auch schon? Okay, die chillt einfach hier oben. Ja, moin. Okay. Das zweite von 6 Barnook-Artefakten. Sehr schön. So gefällt mir das. Das sind auch schon beide von Set 2. Da könnte ich theoretisch das schon in Meridian eintauschen. So, ich sehe jetzt aber gerade, dass wir hier noch 3 haben. Und mir wurde auch gesagt, ich soll unbedingt die Bastlerfähigkeit nehmen. Ne, dass ich quasi die... Das sorgt ja dafür, dass ich die Verbesserung auf meinen Waffen und Rüstung wieder zurückbekomme, wenn ich sie austausche. Dafür muss ich auch Fallenentschärfe mitnehmen. Aber wie gesagt, das ist ja, denke ich, auch ganz in Ordnung. Dann gehe ich auf den Bastler, weil der wurde mir häufig empfohlen. Ich glaube, mit diesen Verbesserungen spiele ich fast noch ein bisschen zu wenig. Okay, aber Freunde, jetzt habt ihr mich. Oder warte, lass mich die Karte nochmal abchecken. Ne, hier im Süden haben wir eigentlich auch schon alles eingesammelt. Ich meine, hier wäre noch eine Blume. Aber ich verschone euch jetzt. Ich weiß, ihr würdet wahrscheinlich austicken, wenn ich die Blume einsammle. Ja, dann tatsächlich der nächste Schnellreisepunkt, den ich habe, ist der hier wahrscheinlich, ne? Oder? Na, wir nehmen den hier mit und dann aktiviere ich die beiden Lagerfeuer da oben auch noch, oder? Oder soll ich den hier mit? Ne, wir nehmen den hier. Und dann steppe ich hier hoch, weil da scheint auch noch irgendein besonderer Händler zu sein. Okay, gehen wir diesen Weg. Ich meine, die Story, die wir jetzt machen, die hätten wir wahrscheinlich auch so mit Stufe 10 oder so schon machen können. Jetzt sind wir halt 30 oder sogar noch ein bisschen höher. Ich habe mein Level gar nicht mehr genau im Kopf. So, ne, aber quasi das, was wir jetzt erleben, hätte man schon richtig, richtig früh erleben können. Aber ja, dann kam die Feuernation und alles änderte sich. Nein, dann kam Hübis Sammlergeist und hat gesehen, was dieses Spiel einem zur Verfügung stellt, wenn es darum geht, Sachen zu sammeln. Und ja, also ich glaube, wenn man mich auf... Wenn man mein Lieblingsspiele-Genre irgendwie zusammenfassen müsste, sind es 3D-Sammelspiele mit Jump-and-Run-Passagen. So, ne? Die 3D-Marios sind für mich die unangefochtene Nummer 1 der Videospielgeschichte. Und alles, was irgendwie ähnlich wie sie ist, gefällt mir. Egal, ob es Zelda ist, was ja auch ähnlich geht, bloß man rätselt statt Jump and Run, aber muss auch viele Sachen in der Open World sammeln. Oder. So, was geht? Jo, hallo Meister. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert, wie Weißkohlen, hier im Steinbruch. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Okay. Ich hätte es auch Maschinen gesagt. 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Verzeihung. Ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Sollte niemand sein. Nein, nichts Ungewöhnliches. Ja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Sagte was? Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steinerücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft. Okay, Freunde. So viel zu, wir machen die Hauptquest. Ich kann mir aber vorstellen, dass es relativ schnell geht. Also, ich kann mir wirklich sehr vorstellen, dass es relativ fix geht. Lass uns kurz da runterdüsen. Wir werden heute noch zu Olin gehen. Trust me. Und wenn ich mit der Folge Überlänge mache. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind. Und ich meine, die Quests erzählen ja manchmal doch recht interessante Geschichten. Und schauen wir doch mal nach. Der schnellste Weg nach unten. Untersuche den Haufen, untersuche den Sprengstoff. Okay.
So, ich dachte, ich habe irgendwas gehört. Ja, ich höre hier irgendwas. So ein tiefes Grummeln. Du bist wirklich groß, was? Oh boy, was ist das? Ist das ein Wurm? Yo, das ist ein neues Monster! Was geht ab? Okay, warte mal, wir müssen das erstmal scannen, bevor wir irgendwas tun. Und dann schauen wir hier rein. Okay, was ist das? Ey, es gibt noch neue Monster, ja crazy. Das ist ein Steinbrecher. Obviously, okay. Der hat die Arme. Vorne und hinten. Das Zerstören dieser Bauteile deaktiviert die Fähigkeit, sich... Oh, das wäre sehr sinnvoll. Dann können die nicht erstmal im Schuss... Oh, die Arme zerstören wäre sehr sinnvoll. Dann hinten hat er einen Wärmeauslass. Treff auf dieses Bauteil, fügen der Maschine einfach nur großen Schaden zu. Okay. Und unten hat er den typischen Treibstoffbeutel. Und löst ein Element... Okay, ja, alles klar. Weg. Oh, das war close. Okay, wir müssen ihm... Wir packen hier erstmal drei Pfeile drauf. So, und wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der Dude keine Arme mehr hat. So, da kommt der. Ich versuche den genau hier über... nee. Vorhin ist er über der Erde geblieben. Da will ich ihn wieder haben. So, da ist er. Genau, die Arme, ne? Okay, das hat den nicht gejuckt. Das hat den gar nicht gejuckt. Oh, die muss ich wahrscheinlich eher abreißen oder kaputt machen, ne? Als... Oh, shit. Nein, ich treffe die Arme nicht. Da, ja? Verdammt. Okay. Ich glaube, die hohe Kunst ist es. Aua. Ich glaube, die hohe Kunst ist es, den Dude irgendwie über Wasser... Warte mal, was passiert, wenn ich den verbrenne oder so? Was wenn ich hier mit Sprengfallen oder sowas arbeite? Okay, was? Warte mal. Muss ich den vielleicht dazu bringen, so ein... Oh, shit. Muss ich den dazu bringen, so ein Sprengstofffass zu essen? Jetzt ist er wieder über Wasser. Über der Erde. Der ist kaputt. Ich habe ihm den hinteren Grabearm kaputt gemacht. Okay, aber das juckt dir noch nicht so. Okay, warte mal. Wo ist so ein Sprengstofffass? Hier, ne? Ach, verdammte Kacke. Okay, jetzt aber. Friss das, mein Sohn. Das juckt ihn aber nicht. Oh boy. Okay. Meine Kampftaktik ist noch nicht so sinnvoll. Gebe ich zu. Okay, wir probieren mal was anderes. Ich nehme mal die hier. Oh boy. Kann ich den schocken? Oh no, no. Ich weiß, ich müsste mehr Pfeile auf die Sehne packen. Habe ich ihn lahmgelegt? Oh, ich habe ihn doch geschockt. Hä? Der hat ja auch eine volle Schockaufladung, oder? Moment. Dann mache ich mir erstmal neue Pfeile. Ich habe gleich keine Stöcke mehr. Wo kommt der Sandsturm jetzt her? Okay, die Schockaufladung ist komplett weg. Mein Kampf ist bisher alle... Okay, dann neues Ziel. Oh, shit. Ich versuche, ihm jetzt seinen Beutel kaputt zu schießen. Ja. Okay, ich glaube, mit den... Also entweder Arme oder sein Beutel. Eins von beiden. Alter, der ist ja mal ultra krass. Naja, es ist aber immer so. Kämpfst gegen ein neues Monster, verkackst du erstmal böse, weil du halt einfach keine Ahnung hast, was der so drauf hat. Jetzt hat. Der Beutel schon am Arsch. Ja, das war's. Der Dude brennt. Und jetzt auf seine Arme. Wartet. Ja. Ah, okay. Aufpassen. Genau, jetzt macht er das wieder. Da muss ich aufpassen. Er brennt zum Glück auch unter der Erde. Das ist recht angenehm. Ich habe irgendwas getroffen. Vielleicht sollte ich hier, wenn er das macht, mit den Rüstungspfeilen auf ihn schießen. In der Hoffnung, dass ich ihm irgendwas abtrennen kann. Jetzt kommen hier wieder diese Hagel. Ich packe halt wieder... Oh Gott, ey. Okay, weiß... Wartet, Guys.
versuche seine... Oh, er liegt, er liegt. Oh mein Gott, das war eine Chance. Wartet, nein, 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 nein. Nein, das. Zack. Und zack, dann explodiert er nämlich. Bumm, zwei Explosionen haben wir hinbekommen. Zwei Explosionen haben wir hinbekommen, weil ich habe nämlich herausgefunden, dass wenn man die Sprengdrähte quasi in ihm spawnt, dann explodieren die direkt. Mhm. Okay, ich habe 5 Treffer auf seinen Beutel gesetzt. Ey, den Dude auszuweichen ist ja mal so schwer. So, auf seine Füße schießen. Nächster kaputt. Der Dude ist gleich weg. Der Dude ist gleich weg. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Stecken mehr, um neue Munition zu machen. Digga, jetzt düst er hier rum. Aber er kann sich nicht mehr einbuddeln. Er kann sich nicht mehr einbuddeln. Der Dude macht gleich Geschichte. Ich muss dem nur irgendwie ausweichen. Wie willst du dem ausweichen, Alter? Ich rolle hier rum wie nochmal was. Und er kann sich immer noch einbuddeln. Holy shit, ey. Was ist das für ein Kampf? Bro, ich pack mal wieder mehr Pfeile auf die Sehne. Und auch die Sounds, ey. Das ist ja mal ultra widerlich. Jetzt ausweichen. Genau, da ist er. Da ist der Dude. Alter. Okay, erst nochmal einbuddeln, bevor du dann nach oben rausfliegst. Okay, aus einer kurzen... Yo, ich check mal kurz ab, was hier los ist. Mission wurde ein halbes Desaster. Aber der hatte was zu bieten. Wow, okay. Metallscherben, Abrissspule, Schockspule. Das Herz... Wir kriegen direkt ein Herz von ihm, das ist geil. Und unten halt noch so Stuff, ne? Wow. Und was war hier drin? Das wollte ich von Anfang an anschauen. Leuchtendes Geflecht ist da einfach drin. Und das versinkt dann in der Erde. Womit wird das denn bitte erklärt? Wow. Ey, das war übel. Aber cool. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, bis du ihm alle 4 Arme abgetrennt hast, ich glaube, das dauert wahrscheinlich zu lang. Sollten wir nochmal auf so ein Teil treffen? Werde ich wahrscheinlich so schnell es geht versuchen, mit einem dreifach Scharfschutzpfeil vielleicht seine Lohlbehälter, also seine Behälter kaputt zu machen, seinen Treibstoffbehälter. Weil mit den beiden Explosionen haben wir ihm schon ordentlich was gemacht. Und dann, ich habe jetzt halt null auf diese komische Schwachstelle auf ihm geschaut, aber es war auch sehr schwer für mich, von oben hier drauf zu schießen. Ich glaube, ihn mit Schock zu paralysieren, naja, wer, okay, einmal muss, ich meine, ich dachte vorhin, dass die Schockleiste voll war, aber sie schien obviously nicht ganz voll zu sein. Eine Händlerstochter verliebt viel. Naja. Egal. Krasser Kampf, ey. Und nochmal neues Vieh kennengelernt. So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Dankeschön. Was haben wir bekommen? Okay, eine Belohnungskiste, sehr schön. So, und was hast du irgendwas anzubieten, was Besonderes? Naja, Waffen... Habe ich hier von irgendwas noch nicht? Ah, diese Schrotflinte wollte ich mir kaufen, ne? Ist das die hier? Ah, brauche ich ein Donnerkieferherz. Aus dieser Nahkampfwaffe lösen Rüstung und Bauteile von Maschinen ab, ohne das präzises... Ja, das ist die Schrotflinte, die kann ich mir aber leider nicht leisten. Okay, ich muss mir Donnerkiefer erledigen. Lanzenhorn. Haben wir sowas schon mal gemacht? Haben wir schon mal gegen einen Lanzer angekämpft? Da brauche ich eine Fuchshaut für. Nee, der Rassler ist das. Aber ist der Zersprenger nochmal krasser als der Rassler? Den kann ich mir aber auch nicht leisten. Ach, ich brauche eine Fuchshaut. Come on, ernsthaft wegen einem Fuchs. Oh, ein Trampelherz hierfür. Und den Seilwerfer. Ja, komm, den nehme ich mir mit. Einfach nur, dass wir ihn haben. So. Okay. Diesen Teil mag ich besonders. Alles klar. Das war krasser als gedacht, muss ich zugeben. Ich dachte, das wird nur so eine kleine, chillige Nebenmission, aber nix da mit klein und chillig. Aber cool. Definitiv cool. So, wie viele Monster haben wir eigentlich jetzt noch nicht entdeckt? Oh, wir haben schon fast alles gesehen. Und nur noch eines fehlt uns. Ein Monster fehlt uns noch. Und dann natürlich die 5 aus dem DLC, wo neue dazu gekommen sind. Okay.
Da bin ich gespannt, was das noch für eins ist. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir heute auf eine neue Monstrosität treffen, aber es hat sich gelohnt. Zum Glück habe ich die Quest nicht übersprungen, da hätten wir das Monster nie gesehen. Ich meine, wahrscheinlich wird es mit Sicherheit irgendwo im Spiel nochmal auftauchen, aber da hätten wir es jetzt noch nicht gesehen. So, ist das eine Heilpflanze? Nee, das ist so eine typische, okay. Lass ich die mal in Ruhe. Ich habe natürlich sehr viele Leben verloren. Ich habe mich im Kampf sehr, sehr ungeschickt angestellt, aber wie gesagt, das ist bei neuen Monstern immer so. Dass man natürlich erstmal keinen Schimmer hat, was man tun muss. So. Dann mache ich hier mal mit. Uff! Ich preise die Sonne jeden Tag! Ich werde nie wieder schlecht von den Nora reden. Vielen Dank. Wenn sich dem Kaja entgegenstellt, widersetzt sich dem Willen der Sonne. Kein Problem, ich helfe euch doch immer gerne. Dafür bin ich da. Ich finde es irgendwie schade, dass diese Rettungsmissionen irgendwie so kaum was bringen. Also, die sagen halt danke, aber das war's dann auch schon wieder. So irgendwie, den Sieg davon getragen. Keine Ahnung. Das wirkt so ein bisschen random und leblos. So, du kannst sie einfach sterben lassen. So, und es passiert halt das nichts. Nehme ich für unterwegs. Aber du kriegst auch nichts dafür, wenn du sie rettest. So. Oder ich bin zu blöd vielleicht. Aber ich meine, wir haben ja schon ab und zu mal mit den Überlebenden geredet. Das ist ja nicht so, als ob die an einem was schenken würden oder so. Keine Ahnung, die Missionen wirken dadurch irgendwie so ein bisschen useless. Oder ich verstehe sie noch nicht ganz. Vielleicht beachte ich auch irgendeinen Aspekt nicht oder so. So, ja, das Feuer ist jetzt erstmal legal, muss ich zugeben. Ja, lass uns weiter Richtung Norden steppen. Und dann gehen wir zum lieben Olin, der da in irgendeiner Ausgrabungsstätte chillt. Oh, hier sind noch mehr von denen. Will ich gegen die kämpfen? Na, ich meine, obviously, why not, ne? Ich pack mal hier ein paar mehr Pfeile drauf. Der liegt am Boden. Den können wir geben. So, die sehen uns jetzt, aber kein Act. Das war's mit ihm. Oh, das ist so nice, aber der steht leider. Nein! No, no, no! Weg, 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 weg! Ich muss dem noch seinen Behälter treffen. Einmal. Das stellt sich aber schwerer heraus als... Ah, das ist der, den wir schon den Behälter abgetrennt haben, ne? Stopp, Slow-Mo. Yep. Sehr gut. Der liegt am Boden. Können wir ihm geben? Ja, können wir. So, jetzt schnell auf Abstand. Wir nehmen kurz hier so einen Lappenpfeil und beenden dann den Dude mal kurz. Ja. Oh, ich habe eine neue Stufe erreicht. Ja, stabil. Stopp. Warte, wir machen so. Mehr Pfeile. Oh, ich habe meine guten Pfeile gerade. Die wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, das war nichts. Ich wollte eigentlich die Lappenpfeile. So, komm, wir packen mal ein bisschen mehr drauf. Früher haben wir immer mit den Pfeilen gekämpft, ne? Und jetzt verwenden wir die halt so gar nicht mehr. Das Gute ist, dass die uns anschauen müssen, um auf uns zu schießen. Und wenn sie uns anschauen, können wir ihren Schwachpunkt treffen. Ja, jetzt hast du keinen Fernkampfangriff mehr. Scheiße, ne? Den haben wir gut gegeben. Das war ein guter Kampf. Das hat mein Ego jetzt hier ein bisschen gepusht. Nach dem Steinebrecher. Ne, wie hieß der? Irgendwas doch. Irgendwas mit Steinen hieß der. Nach dem, der hat mein Kampfselbstbewusstsein etwas gemildert. Wie viele Langbeinherzen habe ich eigentlich? 5, ja, okay. Ich scheine wohl auch irgendwie keinen Ort zu finden, wo ich die ausgeben kann. Der hat noch ein leuchtendes Geflecht. Hier ist sehr viel simpler Loot. Ah, das sind einfach alles nur Metallscherben einzelne. Ja, okay. Aber ich nehme den Stuff doch gerne mit. Das ist gerade für die ganzen Sonderpfeile kann man hier sehr gut brauchen. Du bist ein Waschbär. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Waschbär noch brauche. Ich glaube, ich brauche Fuchs, Ratte, Fisch, glaube ich. Als Tiere noch. Aber why not? Also ich meine, das ist, glaube ich, das Stuff, den man immer gebrauchen kann. So, und Holz muss ich leider auch mitnehmen. Also ich stoße jetzt immer wieder auf Momente, wo ich merke, oh shit, ich kann keine Pfeile mehr craften, weil ich kein Holz mehr habe. Deswegen kann ich mir leider jetzt nicht leisten, das Holz hier einfach liegen zu lassen, sondern... Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Muss jetzt hier etwas vorsichtiger sein, wenn es darum geht. Da drüben läuft, glaube ich, ein Sägezahn rum. Da oben sind ein paar Läufe, die können mir erstmal egal sein. Mehr Holz? Nee, ich brauche wirklich diesen ganzen Naturstuff. Das ist sehr wichtig. Also mindestens mal 200 oder so. Also das hast du ja so schnell verbraucht.
Na, ist witzig, wenn man überlegt, dass es mal eine Zeit gab, wo ich Holz einfach komplett ignoriert habe. Mir dachte, oh Mann, was für beschissener Loot, warum gibt es so viel Holz? So, neues Lagerfeuer entdeckt. Zack, dann hätten wir das auch schon mal auf unserer Karte abgespeichert. Ich glaube, schnell speichern können wir jetzt auch mal. Zack. So, und jetzt müssen wir weiter Richtung Norden. Hier, mitten in dieses Gebiet rein. Ist hier irgendwo, sind hier Fische im Wasser? Ey, gefühlt gibt es so wenig Fische. Ich suche dauernd in Flüssen und so weiter nach Fischen. Ich find nie welche. Vielleicht suche ich einfach nur in den falschen Stellen. Vielleicht braucht man irgendwie fließendes Gewässer und kein stehendes. Oh, du bist ein Fuchs! Blauer Loot! Schade. Ich habe schon zu viel dabei. Ich krieg schon noch mein Fuchsfell für mein nächstes Beutel-Upgrade. Überall leben, das ist sehr geil. So, ihr Langweile könnt erstmal egal sein. So. Hier muss Olin irgendwo chillen. Ist irgendwas anderes noch zum Looten? Hier ist halt noch, genau, so ein altes Gefäß ist hier noch und ein Händler scheint da wohl zu sein. Grüß dich. Aber brauche ich jetzt nicht so. Oh, doch, die sind böse. Doch, die sind böse. Okay, ich meine, ich hätte mir fast denken können. Aber, naja, das war jetzt nochmal die Bestätigung. So, ja, mein Rohstoffbeutel ist schon wieder voll. Ich muss den schon wieder leeren. Ach, dammit. Jagen Sie mich. Ja, ich hasse Inventarlimits. Ich hasse das so sehr. Das ist so unbefriedigend. Ich will halt am liebsten so alles mitnehmen, was es gibt. Aber das Spiel erlaubt es mir nicht. Sauerei. Schlechtes Spiel. Spaß beiseite. Und das ist nur eine Wurzel. Da gibt es ein bisschen Life. Das hält sich. Sehr gut. Okay, und Olin. Warte mal, der Eingang da unten in den Steinbruch, der muss da. Warte mal, nee, erst zum Lagerfeuer wollte ich. Ah, das habe ich ja schon gesagt. Okay. Alter, ich bin gerade richtig Brain AFK. Kein Problem, wir kommen schon bei Olin an. So, ich glaube, hier den Weg nach unten, oder? Ist das der? Ja. Sehr gut. Hier muss da noch irgendwo so ein altes Gefäß rumliegen. So ein altes Gefäß habe ich übrigens, glaube ich, mal offscreen gesammelt. Ich glaube, irgendwann habe ich mal offscreen so einen alten Becher eingesammelt. Ich habe euch das jetzt nicht reingeschnitten, weil ich irgendwie nie wirklich aktiv diese alten Becher gesammelt habe. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, welcher das war. So. No! Der hat mich gesehen. Was geht los? Grüß dich, Meister. So. Der hat nochmal einen Trank. Hier ist nochmal mehr Kräuter. Sind hier noch mehr von denen? Die da vorne kämpfen gegen... Nicht gegen mich. Entsprechend können die mir ziemlich egal sein. So, wo geht's hier für mich jetzt da runter? Das kann nur der Weg hier sein, oder? Hä? Als ob ich hier nicht hochkomme. Ernsthaft? Ist es euer Scheiß Ernst? Die lassen mich da nicht hoch? Hä? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Muss ich hier irgendwas kaputt machen? Als ob Aloy da nicht hochkommt. Ah, da kann ich klettern. Lol, okay. Habe ich natürlich gesehen. Oh. Die Tränke kann ich mir wieder alle nicht mitnehmen, aber das ist ja erstmal nicht so schlimm. Oh! Das ist ein Verderber. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja, die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Warum greifen die nicht an? Oh. Ach so. Oh, der sieht doch jetzt Aloy, oder? Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Ah!
Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt an... Wer ist da? Oh boy, okay. Sehr interessant. Ja, Friends, und was auch immer hier abgeht, wir erfahren es beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Ganz, ganz großes Dankeschön noch an Sir Ian Kamora und Impulsion für euren super großzügigen Support. Vielen Dank.